Ja, moin, ihr Wasserratten und die, die so werden wollen. Jetzt regnet es gerade nicht so doll, jetzt wollte ich euch mal ein bisschen was zeigen hier. Da, hier waren wir auch schon mal. So, und die andere Seite, da fahren wir jetzt nochmal hin. Da hinten steht schon das Wasser und es wird noch gleich viel besser. Ja, letztens konnte ich ja noch ein bisschen weiter gehen. Jetzt ist es da schon mal alles voll. Aber da, wo die Palmen stehen, da kann sich noch ein bisschen was füllen. Ich kann da jetzt nicht weiter hinfahren. Das wird da schon zu tief. Ne? Hier waren wir auch schon mal. Das ist bei meiner Nachbarin. Da hinten sind die Hühner. Da hinten hat sie einen Laden. Da drinnen waren wir auch schon mal am Gemüse gekauft mit den Mädels. Hier waren wir auch schon mal, hier hat sie irgendwie die Schaschlikspieße aus Bambus geschnitzt. Oh, wait lang. Sorry. Okay. Ach, okay, wait lang. Ach, oh, wait. Da hinten sieht man ja wieder das Auto von, da war ich eben, ne? Das ist ja diese andere Querstraße. Ja, und hier steht jetzt auch schon das Wasser, ne? Leute stehen den ganzen Tag und gucken sich das Wasser an, ne? Hier wird bald. Man weiß nicht, wenn es jetzt noch mal einen Tag weiter regnet, dann steht ja auch alles über Wasser. Das hat damit zu tun, dass sie die. Erstmal Foto machen hier. Hier, say hi. Hello. Hi. Ja, guck da, alles voller Wasser, ne? Also, hier könnten wir jetzt schön Motorboot fahren, ne? Da bin ich sonst auch schon mal rumgeheizt, weil da hinten, da sind so ein paar Bambusbäume so. Das ist alles voll. Tja, so sieht's hier aus, ne? Hallo! Da fahren wir noch mal ein bisschen weiter. How do you say hi? Hello! Good afternoon! So, jetzt sind wir. Da vorne ist der Highway und ungefähr 700 Meter weiter rechts ist mein Haus oder ein Kilometer vielleicht. Ja, und hier geht's jetzt zu meinem Schweißer. Da war ich vorhin auch nochmal. Die Mitarbeiter, die kommen nicht, weil. Die können hier nicht mehr herkommen, weil die Straße unter Wasser ist. Und da ist die Straße natürlich richtig unter Wasser. Ich fahre jetzt im zweiten Gang, weil ich kann jetzt gleich nicht mehr schalten. Und zwar genau jetzt. Ja, und hier seht ihr jetzt mal so, wenn die Straße nur so ein bisschen unter Wasser ist. Ne? Das macht noch Spaß hier. Hopp. Jetzt war ich schon zu schnell. Ja, so ist das dann, ne? Wenn die Straße nur so ein bisschen unter Wasser ist, dann sieht das so aus. Aber das kann auch ganz anders sein, denn ist das mal eben. Habe ich auch schon mal ein Video gemacht, so ein Jahr her ist das ziemlich genau. Da war ich dann auch mal so 70 cm, 60 bis 70 cm tief im Wasser drinne. Nee, eigentlich war das noch mehr, weil da war ja schon meine Stoßstange unter Wasser. Ja, irgendwie war das, ja, 70 cm waren das irgendwie so. Nee, das war mehr. Das ging ja bis zur Tür. Das war schon ein bisschen mehr noch. Ja, so sieht's aus. Also Schweißer, die Jungs, die können einfach gerade nicht zur Arbeit kommen, weil die Wege sind blockiert. Die sind wegen dem Taifun erstmal nach Hause gefahren und ja, jetzt ist alles überflutet, weil da ist so ein Damm und den müssten die jetzt öffnen, sonst ist das halbe Land unter Wasser. Und jetzt haben die den geöffnet, jetzt ist drei Viertel Land unter Wasser, aber alles nur ein bisschen. So kann man sich das vorstellen irgendwie. Wenn die das nicht aufmachen würden, dann wären da Dörfer komplett 4 Meter, 10 Meter unter Wasser. Und jetzt ist alles halt nur irgendwie 1 bis 2 Meter unter Wasser. So muss man sich das vorstellen. Ja.
mehr wollte ich jetzt auch gar nicht zeigen, so irgendwie. Weil ich denke, ich habe dann gefragt den einen, der noch da war. Ich sag, ja, wieso haben die Jungs dann keine Regenjacke oder warum können die nicht zur Arbeit kommen? Da sagt er, nee, die sind nach Hause wegen dem Taifun. Und dann war halt die Straße, die ist komplett, die Zufahrtswege zu diesen Dörfern hin, die sind komplett zu, ne? Ja, mehr gibt's nicht zu berichten. Hello! Hello, Kuya! Du musst da! Okay, lang, ich auch? Mabuti. Ja, so sieht's hier aus. In diesem Sinne, reingehauen und wieder oder wieder nicht vorbeigeschauen. Schön hier, oder? Also mir gefällt der Regen. Jetzt ist gerade mal echt kein Regen, so Wunder, oh Wunder. Eigentlich ist der Taifun schon wieder vorbei. Der war ja auch 400 Kilometer entfernt, aber das bringt trotzdem Regen runter. Hier war auch der Regen gar nicht so stark. Aber 100 Kilometer südlicher war das doch viel heftiger. Also gestern Nacht war hier auch heftig Regen, aber naja, da unten, da ist das halt 100 Kilometer weiter, da ist das nochmal eine Nummer mehr dann. Ne? Da sammelt sich der Luftwasser und das kommt dann hier in den Norden. Bye bye. Ich genieße gerade ein bisschen die Aussicht. Wie ist es mit euch? Ja, hier bauen sie ja fett so eine Verbindungsstraße. Mein Haus ist irgendwie 1,5 Kilometer die Richtung. Ja, und da sieht man das auch schon so, ne? Da ist irgendwie alles unter Wasser. Ich weiß ja, ob man da hinten die Tanke sehen kann. Ja, da ist ja die Tanke und kurz hinter der Tanke wohne ich ja. Das in der Mitte da, das rot-blaue Schild da. Und hier... Hier habe ich die Maus ausgesetzt letztens. Ich habe doch so eine Mausefalle gekauft und habe ich die hier so ausgesetzt und lässt sie gleich da so rein. Die wird sich schon hier zurechtfinden. Jetzt sind wir noch mal ein paar Meter weiter gefahren und ich wollte euch jetzt mal was Geiles zeigen. Mein Haus ist ja da vorne, da hinten ist die Tankstelle, das rot-blaue da und dann 300 Meter weiter wohne ich ja ungefähr. Und hier, Neubau, okay. So, jetzt haben wir eine kleine Flut nur. Das war ja letztes Jahr auch schon, war das bis hier. Das sind nochmal 3 Meter lock, das sind nochmal 3-4 Meter mehr. 3 Meter. Ich kann das jetzt echt schlecht abstellen. Er steht da, wenn er jetzt runtergehen würde, dann wäre sein Kopf unterhalb meiner Schuhe. Ja, 2 Meter, 3 Meter höher, egal. Jetzt bauen die dann ein Haus. Jetzt denk mal drüber nach. Ist das clever? Er könnte jetzt auch sagen, hier einmal 10 Trucks, das sind weniger, das sind 1000 Euro, nicht weniger, aber das sind so 1000 Euro, 10 Trucks, die großen Steine darauf, ne, dann hat man das alles aufgefüllt, dann baut man das Gebäude einfach nochmal so auf Pfeiler so ein bisschen, macht unten halt nur so einen ganz einfachen großen offenen Living Room mit einer Küche, aber macht dann mehr so oben da irgendwie was. Die bauen und das ist noch nicht mal fertig gebaut und steht schon fast unter Wasser. Also wenn es jetzt heute noch einmal so regnet, dann ist das Ding auch unter Wasser. Ne? Das ist so typisch Filipino irgendwie. So irgendwie, ja, bisschen wenig nachgedacht, kann man schon jetzt sagen. Ne? Also ohne jemand anzugreifen, aber komm. Der lebt ja nicht seit gestern hier, der weiß ja ganz genau, dass das hier unter Wasser steht. Ne? Also vielleicht soll da gar nichts entstehen, aber ich wette mit dir, da wird schon noch irgendwie was. Obwohl man weiß es gar nicht. Vielleicht macht da echt unten nur alles auf Pfeiler und Terrasse und alles wird oben nur weiter gebaut, weil sonst wären da jetzt schon auch Mauern und Fenster wie zu sehen. Wobei da hinten sehe ich Mauern und Fenster da drin. Also der baut da schon nicht nur auf Pfeilern, sondern aber zu wenig, ne? Ja, das wollte ich nur noch mal so gerade zeigen. Ja, da kann man schön mit dem Motorboot rumfahren. Ne? Ein Boot muss man jetzt haben, dann kann man richtig Gas geben. Mein Lieblingsauto, obwohl er keinen Allrad hat, das ist der Traveller, Photon Traveller. Der ist noch ein bisschen größer als der VW-Bus oder der Toyota Hiace. Das ist halt die große Version.
Wir brauchen einen Hund. Der ist ja eigentlich ganz süß hier, ne? Den könnte man wahrscheinlich mitnehmen. Obwohl, nee, der hat sogar einen kleinen Draht um den Hals. Der gehört jemand. So, Freunde. So sieht es hier aus, wenn mal regendick ist. Der Taifun, der war 200, 300 Kilometer weit entfernt. Ja, locker. 300, 400. Aber da unten hat es auch noch mehr geregnet, mehr im Süden. Aber der Regen läuft wohl irgendwie Richtung Norden. Und da ist so eine Schleuse, habe ich halt eben schon mal erzählt. Macht man dann auf und dann kommt das hier alles an. So ist das. In diesem Sinne, reingehauen und wieder oder wieder nicht vorbeigeschaut.